Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge Lost Ark am Freitag. Wir wollen auch mal wieder weitermachen. Wir waren ja hier stehen geblieben. Das geht bald wieder auf den Dungeon zu. Gucken wir mal, was ich so, ja, was mir so über den Weg läuft. Das ist ein cooles Game. Starten wir mal nach dem Intro. Geht's los. So, Intro durch, ne? Nicht lang schnacken, ihr kennt das ja. Maps auf der Bodenplatten. So. Hier nochmal ein bisschen durchnudeln. Jetzt muss ich mich die sowieso da wieder verprügeln. Sehr geil gemacht. Also immer noch hammer begeistert über das Game. Es gab ja dann doch auch die letzten Wochen jetzt relativ viel Kontroversen in den Foren und so. Und gerade zu Release, wenn man so an Release nochmal zurückdenkt, das war ja Katastrophe. Schlechthin. Aber auch wenn man auf dem amerikanischen Realm spielt, also ich habe bis jetzt gar keine Probleme gehabt. Upala. Mörder Yingang. Den Gang, Alter. Ein bisschen dickerer Mobs hier. Man kann auch Fähigkeiten benutzen und gleichzeitig einen Trank verwenden. Das geht auch. So, und das war er. Und ich kriege langsam mal ein neues Schwert. Ne? Ich habe schon Ewigkeiten kein neues Schwert gekriegt. Ne? Das ist ein bisschen doof. Also das lässt sich tatsächlich ein bisschen feiern hier. Dungeons kann man, oder die Dungeons, die ihr immer so im Rahmen der Hauptquest mitspielt, da muss man tatsächlich bestimmte Quests erst für erledigt haben, bevor man überhaupt reinkommt. Gruppensuche geht ja auch, wie gesagt, sehr schnell. Dungeons, da bin ich auch sehr begeistert von in dem Spiel. So, jetzt haben wir das. Den habe ich doch schon kaputt gemacht, den Jungen. Ich will nicht nochmal gegen dich kämpfen hier. 5. Hole die Rentierfigur aus einem verlassenen Haus. Jetzt muss ich mal gucken. Was soll denn das sein? Ach, hier. Was könnte das sein? Okay, ich bin jetzt nicht immer noch draußen, aber... Autsch. Was ist mit dir nicht richtig, Alter? Lass mich in Ruhe jetzt hier. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Na, hinfort. Ja, die muss ich jetzt besiegen, sonst kriege ich die... Kann ich die da nicht aufsammeln? Schon wieder daneben. Hose gekriegt, ja, cool. So, davon musste der Lehrling gesprochen haben. Zack, das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön gemacht. Immer diese kleinen Texte, die da mit dabei sind, das ist total gut. Also gefällt. So, auch wieder 3 Quests jetzt hier fertig. Fix mal erledigt. Gilden. Heute möchte ich mal noch ein bisschen über Gilden reden. Das zeige ich euch gleich mal. So, fertig. Und ich gebe sie erstmal ab, die Quests hier, und dann zeige ich euch mal das mit der Gilde. Das musste getan werden. Okay, Hauptquest machen wir gleich. Gilden. Gilden sind auch nicht unwichtig. Und man kann auch Gilden richtig cool supporten. Denn... wöchentliche Beiträge, 5-mal Gildenanmeldung, Symail, Blutsteine, okay, das ist cool. Kriegt man also, wenn man das Fenster mal aufmacht, kriegt man auch noch ein bisschen was. Angeln ausprobieren, Gildenanfrage, mal gucken, was da, oh, lieber nicht zu doll klicken. Forschungsliste, die Gilden können auch was erforschen. Mehr Forschungsplätze und so weiter, dann kann man nämlich Aktivitäten machen, ja. Die Gilden leben auch vom Mitmachen hier in dem Spiel. Was auch cool ist, man kann sein Gold spenden, man kann auch sein Silber spenden. Man kriegt dann Symail-Blutsteine, ja. Diese Symail-Blutsteine sind so eine Tauschwährung, damit man eben halt mächtige Gegenstände bekommt. Gold eintauschen bringt natürlich mehr, ja. Und das bringt auch der Gilde nochmal wieder Belohnung, Gilden-Erfahrungspunkte. Und mit der Ressource können dann die Gilden forschen. Ich mache das jetzt einfach mal und... Es gibt auch sicherlich Achievements dafür, ja. So, Gildenblutsteine, also da sind auch ein bisschen was drin. Man hat einen Gildenroster, das ist jetzt nicht so viel online gerade. Ein neues Mitglied, Gegenstandsstufen kann man hier sehen. Man kann auch seine Memo eingeben. Wöchentliche Aufgaben. Schließe die wöchentliche Aufgabe durch das Erfüllen von Gildenanfragen ab. Details kann man hier gucken, Zielpunkte 20. Also auch das ist ein bisschen, forschen kann man da. Ja, hier so, warte mal,
wöchentliche Gildenblutsteine, die verteilt werden können, erhöht sich dann und sowas halt. Auch ziemlich cool eigentlich. Verlauf, wer reingeht, wer rausgeht, wer mit befördert wird, wer nicht befördert wird, das kennt man ja irgendwo. Verwalten, bearbeiten, registrieren, Blutsteinverteilung und so. Beitragsstufe. Genau, wöchentlicher Beitrag 125. Zielverteidigung-Tipp. Sehen auf dem Zielbeitrag, genau. Der Beitrag kann 100% nicht übersteigen. Also da kann man eben halt auch noch ein bisschen was bei rausholen. Ne? Das ist gerade für Gilden oder in so einem MMO. Der haut mich hier die ganze Zeit, dieses blöde Viech, Alter. Lass das doch mal. Hau mich nicht kaputt hier. Gab wieder was für den Abenteuerfolianten, cool. Und die Quest abgeben, genau. Werde ich die Flasche mit taoistischen Talismanen verbinden. So, und jetzt ab mit dir. Ich finde sowas richtig, richtig gut. Halt bis zum Ende, 18:50, kann ich da jetzt hin? Ne, ich muss nämlich da hinten erstmal wieder hin. Mal porten. Man reist, wie gesagt, sehr viel über diese Teleporter. Im Großen und Ganzen ist es auch, ich würde fast behaupten, ein Spiel, was man spielen kann, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja? Wenn man einfach immer jeden Tag ein bisschen was spielt oder vielleicht auch mal eine kleine Pause macht, dann ist das auf jeden Fall auch solide, das Game. Ich schlag ihm dann die Arroganz aus dem Leib. Vogelverprügler, Quest abgeschlossen. Yes. Du die Flasche herstelltest? Ja, check. Schulterding, ach genau, ich habe ja noch Ausrüstung hier. Karten haben wir auch noch gekriegt. Ein paar Schatzkarten, die man noch aufdecken kann, die habe ich auch. Und Emotes, genau. Emotes, das ist auch cool. Man muss sie teilweise erst lernen, indem man einfach die Geschichte ein bisschen spielt, ne? Genau, da ist das. Und jetzt kommen wir auch zum Dungeon dann. So, da porten wir uns mal rüber. Prösterchen. Skull. Mhm. Kann ich jetzt mit der rumflirten? Genau. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen, ja. Das ist gut. Beziehungsrang mit Rene und Skies, da kann ich ein Geschenk geben. Also wenn ich so Gegenstände finde oder eintausche. Ich kann aber auch ein Instrument spielen, wenn ich das Lied habe. Ne? Ein Lied der Resonanz habe ich aber nicht. Und Emotes zeigen, tanzen. Kann ich ihr zeigen, verbleibende Emotes. Einmal kann ich das machen. Die freut sich jetzt gleich. Und dann kann mir auch eine Belohnung von ihr abholen. Das ist auch ganz cool. Tanzt du jetzt weiter? Disconnect oder? Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Okay. Ja, ist ein Disconnect, glaube ich. Ich rede nochmal mit ihr. Emotes zeigen, tanzen. Okay. Vielleicht einfach abwarten, ne? Während er sich da einen aus der Hüfte shakert. Mit seinem Megalendenschurz hier. Ne, du tanzt fertig jetzt hier, Junge. Sieht ein bisschen albern aus, aber ja, genau. Einfach nur abwarten, ne? 150 Punkte von 200. Belohnung. Diese Belohnung, die man kriegen kann hier, Beziehung, ist der Reiter. Da gibt es mehrere, ja. Es gibt hier so Goldmünzen, antike Goldmünze, kriegt man 1000 Silber. Später aber auch Muttränke, wo man halt mehr Mut bekommt. Und ab einer bestimmten Stufe, also die Belohnung taucht, gehen dann nacheinander so weg, ne? Geschenke, welche Geschenke die haben wollen und so, das kann man dann auch sehen. Es gibt halt viele NPCs hier und man muss natürlich ein paar Sachen erstmal erquestet haben und die Bedingungen, die stehen halt immer mit dabei, das ist auch ganz cool. In Ostlutera, also ich kann hier auch noch ein paar Belohnungen abholen, zum Beispiel hier neutral 15 Münzen kann ich mir da holen. Wenn ich freundlich mit Tyrain bin, dann kriege ich halt hier eine Platinmünze, 20.000 Silber oder 100 Gold bei einer 100er Goldmünze, Segelglyphe. Ja, Karten im Grunde genommen und auch wieder diese Tränke. Also das ist, da gibt es sehr, 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 sehr viele Belohnungen, die man bekommt. Sagen wir 17.000 Silber. Es ist nicht verkehrt. Das ist auch wieder so ein Langzeit-Motivations-
wie Teil des Spiels halt, ne? Ging mit einem verdächtigen Mann in den Schleier. Ich glaube, das wird diesmal eine... könnte ein bisschen länger werden, die Folge. So. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. So, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Achso, das ist auch sehr cool. Zeichen der Auflösung. Kann ich da hinklicken? Alles klar, da muss ich mich jetzt wieder zurück in die Stadt teleportieren. Und wie ihr auch im Laufe der Let's Plays jetzt schon immer mal gesehen habt, ich habe halt durch diese Kristallaura eine Menge Silber gespart, ne? Also das kostet mich halt nichts, da jetzt zu teleportieren. Also F1. Ups. Genau, und das mit dem Ranzoom ist auch ganz cool, also seht ihr hier, ne? Grafik ist also jetzt nicht schlecht. Da kann man mal mit leben, so. Was? Die Dämonen sind in Jocks Schleier? Okay, jetzt muss ich wieder dahin. Ich mag das mit den Details. Ich glaube, ich habe das bestimmt auch schon ein paar Mal gesagt in den Folgen, aber diese Detailverliebtheit des Spiels finde ich einfach absolut awesome, ja. Warte mal, Post. Post ist da. Genau, es gibt auch Post. Dann kann man direkt zum Posttypen hingehen. Und man kriegt auch tägliche Anmeldebelohnungen. Da können wir auch nochmal drauf angehen. Ich kann mir hier, genau, gegen diese Steine der Vorsehung, man kriegt jetzt nicht so viele, aber man kriegt schon ein paar. Und dann kann man sich hier diese Beziehungstruhen holen und die kann man dann eintauschen. Und da kriegt man immer so eine Chance auf den Gegenstand, diese vier, die man hier jetzt auch sehen kann. Aber da sollte man sich diese Marken wirklich aufsparen und dann benutzen für den NPC, mit dem man da erstmal eine Beziehung eingehen möchte, ja. Nicht so ohne, weil das wird halt viel Farmerei wahrscheinlich später. Gut, dass Sarn seine Meinung geändert hat. Genau, jetzt darf ich wieder gegen den nächsten kämpfen. Wird doch erstmal eine Kampffolge, dann erst im nächsten Let's Play mit das Dungeon. Höchstwahrscheinlich. So. Kommen wir hier runter. Hast du Sir Tippel, tippel, tippel. Weg gefunden, den Verwandlungszauber aufzuheben? Ja, los jetzt hier. Wollen wir mal knüppeln oder was? Prost. Dann zeig uns mal, was du drauf hast. Aber siehst ja das. Das Warten hat ein Ende. Hier kommt das dritte Schwert von Shang-Hun. Gildal der Formwandler. Lasst den Kampf beginnen. Deine Waffe ist eine Kürbisflasche? Er hat seine Stellung. Egal welche Tricks du auf Lager hast, es ist aussichtslos. Erfahre ein feines Mann. Auf den Kampf. Phoenix hier. Am 7. Oh, da. So, komm jetzt her. Willi, Knüppel. Ja, 5. Oh. Den ist benutzt oder nicht? Ich glaube, ich habe den benutzt, oder? Hoppala. Scheitert, wenn ich kampfunfähig werde. Oder. Nein, da bin ich doch weg. Achso, haha, ja, das ist so. Das ist auch toll. Da muss man nämlich F5 drücken. Ja, jetzt schmeiß mir deine scheiß Wirbelstürme ins Gesicht oder was? Ach. Ja, weil der jetzt unsichtbar ist, ne? Also ich muss das wohl irgendwie benutzen. Toll. Da bist du nämlich Junge. Ach. Das ist geil gemacht. Das gefällt. Jetzt ist vorbei mit dir, du Vogel da. Benutzbare Gegenstände halt, ne? Gunga. Kannst ja mal versuchen, ne? Gunga hau ich um, ne? Schön. Ja, wieder ein paar EPs mehr. Die Weltquests, also die Storyline, die ihr so durchspielt, die gibt euch mit am meisten Erfahrungspunkte. Aber ich würde halt die Nebenquests nicht liegen lassen, ne? Ich habe noch nie einen so großen Vogel gesehen. Ich wusste nicht, dass
dass eine Kürbisflasche so viel Krach macht. Erstaunlich! Er wollte zum Gasthaus, ja. Zum Gasthaus. Gucken wir mal. Das war da oben wieder, ne? Genau. Doppeljump. Das finde ich bei diesem Vorbesteller-Pad halt einfach mega geil, ne? Dieser Doppeljump. So. Da ist das Gasthaus. Immer rein hier. Du wagst es, den Flaschenkürbis mit Sir Drudens Macht zu benutzen? Das kann ich verstehen, dass du alleine sein willst. So, 47,5 haben wir. Ja, mal raus hier. Ich fahre mehr über Gunga und jetzt dürfen wir wieder mit zwei Leuten reden. Ja, die stehen sogar direkt nebeneinander, also wir müssen hier nicht viel rumlaufen. Ne? Ganz easy peasy ist das. Oh. Gibt es vielleicht einen Rabatt? Mal gucken, was konnte der Alchemist? Was konnte der? Leuchtfeuer, Kampfgegenstand. Ah, okay, genau. Zeigt die Anwesenheit von Raid-Monstern auf der Mini-Karte 30 Sekunden lang an. Kann es zerlegt werden, begrenzt auf 5 Verwendungen in bestimmten Bereichen. Auch da wieder Items zum Sammeln. Er ist wie ein Tresor, der zu keiner Familie gehört. Wo waren? Gunga ist bekannt für seine starken Handschläge. Wieder fertig. 14 KIPs. Und genau, jetzt. Ach so, jetzt dürfen wir auch noch direkt gegen Gunga wieder kämpfen. Das ist ja gar nicht so blöd. Dann haben wir den. Da fehlt nur noch einer, ne? Das ist schon was Schmartes, das hier. Den hauen wir jetzt auch um. Du siehst besorgt aus. Hat Gilda irgendetwas Negatives? Ich glaube an dich. Ja, vielleicht kriegen wir auf die Fresse und liegen am Boden oder so. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, es ist nicht unmöglich. Das, ich hatte bis jetzt noch nie groß so krasse Schwierigkeiten, wo ich sagen würde, nee, Alter, da muss ich jetzt irgendwie leveln oder sowas. Nee, nee, das ging direkt. Flop. Blitz. Ja. Legendäres zweites Schwert von Shang-Hun und Eroberer Annikas. Das bisher Gezeigte war eindrucksvoll, aber Gungas mächtige Aura ist unerreicht. Mächtige Aura, sagt er. Gunga, ich bin Championist Shang-Hun und Meister der Kampfkunst. Los! E-Beams 1 Vesarius mit dickes Schwert, großes Surfbrett. Willst du ins Gesicht? Beste. So stark bist du nicht. Der rasselt bestimmt gleich voll aus. Das ist jetzt ein bisschen zu leicht. Ja, ich wollte nämlich schon sagen. Ja, das ist das jetzt hier mit ein bisschen Ausweichen dabei, ne? Mal schauen. Aber dafür habe ich immer eine Superfähigkeit. Das ist auch ganz praktisch, wenn man die denn dafür mal aufhebt. Jetzt haut er mir auf die Fresse hier. Oh, shit. Erstmal knapp. Ja, ist vorbei mit dem Jungen, oder was? Direkt einmal. Mau. Verstehe. Wie mächtig. Nun ist unser Aufsteiger. Du hast mich heute etwas gelehrt. Das ist Zeus mit Männerbrüsten, Alter. Der Junge. So. Das Turnier eilt seinem aufregenden Abschluss entgegen. Jetzt ist vorbei. Hast alle weggeknüppelt hier. Mir, wenn ich sage, dass ihr das nicht verpassen wollt. Fein, 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 fein. Krieg ich hoffentlich noch mal 100 KIPs oder so, weil ich dem da eine vom Kopf genagelt habe mit meinem Surfbrett. Mal schauen. Yes. Kampf zwischen Tiger und Drache. Duell. Frage Gunga nach den Dämonen. Na gut, wo ist Gunga denn? Achso, der steht da direkt ich vor mir. Ich habe alles gegeben. Doch am Ende habe ich gegen den Stärkeren verloren. Knackte seinen Kopf auf wie eine Kokosnuss. Naja. Immer okay. Noch
mit ihr nochmal reden. Gumga ist wahrlich einer der bemerkenswertesten Kämpfer in Annika. Den Namen gemacht, Gestaltwandler. Okay, jetzt darf ich nochmal zu Pahan. Da oben. Bin mal gespannt. Ich mache jetzt trotzdem nur mal kurz einen kleinen Moment weiter, weil ich möchte sehen, ob ich tatsächlich euch den letzten Kampf in dieser Folge noch zeigen kann oder ob wir das dann in der nächsten machen. Mal schauen. So, erstmal einmal da oben hin. Die Soldaten. Habeck. Hätte nämlich eher gedacht, dass man zum Dungeon kommt, aber okay, so kann man sich auch irren. Ja, doch, jetzt muss ich da garantiert hin. Finde einen Weg zu den Zwielichtnebeln durch den Melodienwald. Ja, durch den Melodienwald. Da geht noch ein bisschen was. Es kann aber auch sein, dass ich dieses, da sollen wir auch hin. Eox Barriere. Das will ich nochmal, gucken, ob wir da nicht reingehen können. Es gibt nämlich auch einige Dungeons, da kann man so rein. Ist aber selten. Kann auch sein, dass es dann später, sein wird. So, einmal Mountain wieder. Aber wir haben auch schon wieder ordentlich was geschafft hier. Den O-Ring noch anlegen. Mal gucken. Ich glaube, da kommt man auch so rein. Zeichen der Auflösung abgeschlossen. Ja, tatsächlich. Also es gibt einen coolen Brustpanzer hier, Brustschutz und Ohrringe und ein bisschen Silber. Also das ist aber nur eine Chance, ne? Also das ist wirklich nur eine Chance, die man da bekommt. Man könnte auch alleine reingehen. Das macht man über Betreten oder Matchsuche. Dann geht man mit anderen da rein. Cool. Wieder was geschafft. Lass dir gut gehen. Vielen Dank fürs Anschauen des Let's Plays. Wir sehen uns. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache. Draufdrücken. Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag. Und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an. Ich würde mich darüber sehr freuen.